Leute, wie sehen eigentlich die Frisuren meiner Zuschauer aus? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Deswegen, wenn euch solche Formate auf jeden Fall gefallen, schaut auf jeden Fall in meinen Stream vorbei. Ich bin jeden Tag ab 20 Uhr live. Ansonsten lasst dem Video ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, let's get it. Erste Frisur von meinen Zuschauern. Also, wir haben hier die legendären Boxerschnitt. Könnte von hinten auch ich sein, mit ein bisschen hellerem Haar. Ich sag dir ehrlich, von seiner Kopfform her passt das schon sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr clean aus. Wie es von vorne aussieht, können wir natürlich nicht beurteilen. Er könnte natürlich den Haaransatz hier haben oder hier so ein schönes M drin haben. Wissen wir nicht. Aber sieht cool aus. Mach mal mit anderen Discord-Talks. Okay, Bruder. Chat, wir hören jetzt auf. Wir machen jetzt Discord-Talks mit anderen. Oder für dich sogar mit Überraschungseffekt. Guck mal. Hä? Bro, was ist das für ein Übergang? Was ist das für ein Übergang im Bart, Bro? So frische Seiten. Bro hat aber keine frischen Körper, Bruder. Bruder, mach doch da einen gescheiten Übergang rein. Damit das zu deinem Kopf so... Damit das so geilen Übergang hat zu deinen Haaren, so, weißt du, wie ich meine? So frische Seiten. Weil deine Haare und dein Kopf, da ist einfach eine Lücke dann zwischen deinen Haaren und deinem Kopf, weißt du? Bro, hat... Yo! Oh mein Gott! Bro, ich sag's sogar noch, damit deine Haare passen, Bruder. Bro hat einfach Glatze. Yo, Bro, einfach irgendein Kenneck. Okay, warte. Was ist das, Bruder? Was ist das? Was ist das für ein Gesichtszug, Bruder? Aber man muss sagen, er hat diese geilen Haare, Bruder, die einfach gerade sind, Bruder. Ich sag euch aber eine Sache, Chat, ja. Ich habe heute sogar mit meinem Friseur darüber geredet. Ich finde, einen zu geraden Bart, finde ich, sieht nicht nice aus. Aber er hat einfach einen geraden Bart. Aber der Übergang ist es nicht, Bruder. Ich sag dir ehrlich, der ist so... Das meine ich, Bruder. Das ist so zu perfekt einfach. Das Ding ist, es sieht ja nicht scheiße aus, aber es ist zu perfekt, Bro. So, das sieht so aus, Bruder, so... Das okay ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist so dieses zu perfekte einfach so. Weißt du, du willst so alles schön gerade haben. Aber an sich coole Frisur. Das, der linke soll Primo sein. Ich sag dir ehrlich, Bruder, da ist kein Haarschnitt. Da ist kein Haarschnitt, Bruder. Also da ist einfach kein Haarschnitt. Die Haare sind einfach nur kurz. Was willst du machen? So, manche legen da nicht so viel Wert drauf. Ist ja nicht so schlimm. So, wir haben jetzt hier Anni mit 50.000 Filtern drauf. Ich persönlich finde bei Frauen lange Haare besser. Aber die Haare sehen... Kann da nicht zu viel sagen, aber ist cool, dass wir das haben. Sieht geil aus so. Diese Wellen, gefärbt. Was soll ich sagen, Bruder? Das ist ganz normal Frauenhaarschnitt, Bruder. Ey, was... Weißt du, ich meine, man kann nicht so viel dazu sagen. Sieht halt gut aus, Bruder. So, was haben wir jetzt hier? Irgendein Taler Huhn? Okay. Okay, er hat auch fresh gemacht. Hier mit diesen Dingern und so. Aber ich sag dir ehrlich, sieht fresh aus, Bruder. Jugendhaarschnitt. Also ich finde sein Haarschnitt cool, Bruder. Ist fresh. Er ist jung, Bruder. Fresh, Brasilien-Trikot, Urlaub. Sieht entspannt aus, Bruder. Er sieht fresh aus einfach. Parken den Wagen im Hafen und warten auf... Guck mal, Übergang. Ich habe das Gefühl, dass hier im Übergang, dass das nicht richtig gefadet wurde hier. Dass hier noch so ein Strich ist, so ein leichter. Checkt ihr, was ich meine? Hier hinten das Ding zum Beispiel sieht sehr, sehr nice aus. Aber dann stört mich das wieder, dass die Haare so platt gedrückt sind, Bruder. Mach doch mal ein bisschen Style da rein, wenn du schon so einen Haarschnitt trägst. Scheiße, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Bruder. Das ist die neue Sorte, Bruder. Ich habe da echt Bock jetzt drauf bekommen, muss ich sagen. Ja, richtig Hunger bekommen. So, wir haben mit, Bro, dieser Übergang, ich sag dir ehrlich, jetzt wirklich Hand aufs Herz. Dieser Übergang ist es nicht, Bruder. Ist es nicht. No. Bro, das ist einfach nur... Warte mal, ey. Hat das ein Friseur gemacht und hat Geld dafür genommen? Sag mir nicht, dass ein Friseur Geld dafür genommen hat. Das, Bruder, ne?
So fängt mein Friseur bei mir an. Und danach macht er den Rest so. 55 Euro hast du dafür bezahlt? Du hast... Was? Wie soll ich deinen Haarschnitt erkennen? Der Haarschnitt ist nicht frisch. Ein Tipp von mir, Bro. Mach deine Haare oben etwas kürzer und ansonsten ist gut. Seine Frisur ist fresh. Der hat zwar keinen Übergang drin, sein Haarschnitt ist classy. Er hat einen richtig stabilen, classy Haarschnitt. Der hat so angespannt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der riecht so... Deswegen hat er auch dunkel gemacht, weil er sonst... Man hätte sonst gesehen, wie rot er war. Yo, warte, yo. Ich sag dir ehrlich. Bro, no front jetzt an, ne? Lass das hier oben, Bro. Bitte mach das ordentlich. Und zweite Sache, Bro. Rasier dir bitte dein Bart ab, Bro. Ansonsten, Übergang ist fresh. Ein Boxerschnitt würde dem stehen. Mach mal Boxerschnitt, Bruder. Weiter geht's. Oh mein Gott! Wir haben jetzt hier wieder eine weibliche Person. Kennst du, wenn weibliche Frauen da sind, ist der Chat immer so anders. Was mich aber ein bisschen stört an den Haaren, muss ich sagen, mir fehlt Struktur. Mir fehlt Struktur in den Haaren. Du musst da muss was drinne sein, so. Ansonsten gute Frisur, sehr gepflegte Haare. Das sind Locken hier, Bruder. Checkst du den Unterschied, Bruder? Bei dir ist das so, wenn du in diesen Busch gehst, keiner sieht dich, Bruder. Wenn du in diesen Busch gehst, du wirst als Busch anerkannt. Du kriegst vom Einwohnermeldeamt ein Busch-Lizenz. Er sieht einfach krass aus, Bruder. Seine Frisur ist crazy. Bart, alles sitzt. Bro, eine Frage, ja? Was sind das für Bilder? Mach doch mal ordentliche Bilder von euch, bitte. Mach doch mal bitte ordentliche Bilder von euch. Das ist auch wieder so ein Haarschnitt, Bruder. Dieser Haarschnitt halt, ne? Dieser, den jeder hat. Aber Bro, wenn du so einen Haarschnitt trägst, geh wenigstens alle 2 Wochen zum Friseur, wenn du diesen Haarschnitt trägst. Weil, Bro, guck mal, wie das an der Seite aussieht. Das ist schon glatt. Oben sieht gut aus, ne? Aber die Seiten, Bro, da muss wieder eine schöne Klinge dran. Bro, warte ganz kurz. Willst du mir deine Frisur zeigen, Bro? Bro, oder willst du mir was andrehen? Er will mir was verkaufen, dieses Bild. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Nimm meine Karte, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Bruder, der Haarschnitt, der passt einfach zu ihm. Das ist so sein Haarschnitt. Da bin ich jetzt ehrlich zu dir. Tu was für dein Bart. Wenn's an den Seiten hier bei dir nicht wächst, kein Problem. Ist halt so. Bei mir hat am Anfang auch nicht gewachsen. Lass es wachsen, auch wenn es nur Stoppeln sind. Wenn du das nicht willst, weil es ungepflegt aussieht, dann machst du bitte Folgendes. Guck mal, du hast hier, du siehst hier die Stoppeln. Du machst hier bitte alles an der Seite weg und hast hier nur den Bart hier. Wird 20 Milliarden Mal geiler aussehen. Jo, was ist das? Bart ist clean. Bart ist clean, Bro. Bart ist clean. Kann man nichts sagen. Bart feier ich. Er macht einen sehr gepflegten Eindruck. Also Augenbrauen auch sehr, sehr clean, Bro. Ich weiß nicht, so wie weit es möglich ist. Ich würde versuchen, vielleicht eine Hairline reinzukriegen, Bruder. Vielleicht irgendwie gerade. Und Seiten vielleicht ein bisschen frischer noch. Auf 0. Und dann wirst du richtig fresh aussehen. Gefällt mir, Bro. Was haben wir hier? Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Haare komplett verfettet sind, Bruder. Bruder, bitte, wenn du so einen Haarschnitt trägst, pfleg deine Haare. Du hast lange Haare. Was tust du mit deinen Haaren? Das sieht so grausam aus. So richtig durcheinander alles. Wenn du lange Haare hast, dann muss Struktur in deinen Haaren sein. Weil sonst machst du deine Haare kaputt und dann ist das Wachsen umsonst gewesen. Zu Juri braucht man nichts sagen. Er darf alles. Juri ist aber fresh, Bruder. Er ist einfach Russe, Bruder. Er ist einfach fresh. Das sieht zum Beispiel wieder fresh aus, Bruder. So, wir gucken jetzt mal hier. Schön hinten, geilen Zopf, Bruder. Geiler Übergang, schön glatt, schön den Flughafen aufgemacht. Besser als das, was du vorher hattest. So, was haben wir jetzt? Bro ist Trumps Shooter, Bro. Das ist einfach Mugshot, Bro. Also, Bro. Also, wir müssen da auf jeden Fall vieles ändern, Bruder. Also, erste Sache. Lange Haare kann man ruhig tragen. Aber, Bro, wenn du, wie ich gesagt habe, lange Haare musst du unbedingt pflegen, Bro. Da such dir mal bei TikTok, bei Pinterest etwas aus,
wo du sagst, okay, es soll in die Richtung gehen. Es muss in die Richtung gehen. Mach dir einen Zopf, mach dir irgendwas. Die zweite Sache ist, Bruder, hol dir Haarpflegeprodukte, damit deine Haare voluminöser aussehen. Und die dritte Sache, Bro, mach deinen scheiß Bart ab. Bro, ich sag dir ehrlich, mach die Haare kürzer. Das ist viel zu lang. Das ist, da liegt Gewicht auf deinen Haaren. Das sieht nicht gut aus, Bruder. Aber Bruder, wenn dein Bart weg ist, ist okay. Die haben mich angeguckt einfach. Ey, du Peach, was redest du? Wie redest du? Ich mach Foto von dir. Lass mich schon, Bruder, ich hab AirPods drinne. Okay, Bruder, ich sag dir ehrlich, Übergang ist kacke. Übergang ist so. Bro, mach dir einen Buzzcut. Vertrau mir, Bro, mach dir den gleichen Haarschnitt wie ich mit dir stehen. Weil du hast, du wirst eine geile Hairline haben. Trust me, Bro. Bro ist gerade aufgestanden. Was soll das? Warte. Riss. Bro hat Riss, Digga. Ja, also ich sag dir ehrlich, Bruder. Die Haare sind's nicht, Bruder. Platz 3 packe ich ihn. Platz 2 packe ich Ducklet. Und Platz 1 ganz klar ihn hier, Bro. Lafri. Weil, Bro, er hat echt die... Muss man ehrlich sagen, Bruder, er hat schon echt krasse Haare. Ja, YouTube, das war's auf jeden Fall mit dem ganzen Video. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst dem ganzen Video auf jeden Fall ein Like da. Wir sind jeden Tag ab 20 Uhr live. Lasst dem ganzen Video ein Like da. Folgt gerne natürlich dann auch auf Twitch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und Peace!